So, dann geht's mal weiter hier. Brauchen hier ein Hotel. Tschernobyl lebt, ja. ich brauche mal ein Hotel. Aua. Ein Hotel, bitte. Oh, morgen früh um 8 geht's los mit Stadthotel. Mit, ja, na klar. Größer als die ganze Stadt, aber egal. Mit New World. Wird morgen auch gestreamt. Wenn alles gut läuft, schon ab 5 Uhr morgens. 8 Uhr morgens. Wenn alles gut läuft. Wenn. Wenn dich hier hinpacken, dann haben wir dann noch genug Luft. Bahnübergang nicht erlaubt. Und warum ist der hier nicht? Jetzt. Ich muss mal gucken, wie der Status ist morgen früh. So, dann gehen wir hier rüber. Dann werden wir hier noch ein paar Attraktionen hinbauen. Ja, so sieht doch ganz gut aus hier. Können wir hier noch was hinbauen? Eventuell noch ein bisschen Rasen oder sowas? Dann haben wir hier auch schon mal was. Touristen natürlich noch null. Wir haben noch kein Fahrzeug, also kein Zug, der nach oben fährt. Der die holt. Hotel. Haben wir ja jetzt. Lass mal kurz gucken bei Attractiono. Illusion. Pier, das können wir dann hinbauen. Pool. Neben Bahnhof? Ich weiß nicht, ne? Da würde sich eigentlich anbieten Parkplätze. Was ist der? Oder eine Parkgarage? Das würde sich auf jeden Fall anbieten. So, bam. Ja. Wenn wir jetzt noch ein paar Bäumchen hinkriegen würden, wäre super. A. Sehr gut. Dann haben wir schon eine kleine Attraktion wenigstens. Wie machen wir es denn hier hinten mit der Straße? Wie machen wir das denn mit der Straße am besten? Kann hier leider nicht sehen. Ich sehe hier gerade echt nichts. Durch den Schnee siehst du wirklich gar nichts. Ja, da kommst du leider auch nicht durch. Ja, Max. Halbe Stunde noch. Dann gehen wir wieder raus. Passt schon. Ich mach mal schneller, das ist mir jetzt zu... Scheiß Schnee hier. Man sieht nichts.
So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt daran, ohne dass ich jetzt was abreiße? Warte mal kurz. So, den Penöpel machen wir mal dran. Wenn wir jetzt hier rumkämen, könnte ich das da so eine Brücke machen. Was aber ziemlich heftig wäre. Ich sehe hier nichts. Das ist das Problem. Ich sehe einfach nichts. Oh, es geht mir das auf den Puffer, dieser blöde Schnee, ganz ehrlich. Ich überlege ja, ob ich am 2. Den Schnee ausmache. Was meint ihr? Soll ich den Schnee ausmachen? Könnt ihr entscheiden. Könnt ihr euch überlegen bis nächste Woche Samstag, ob wir den Schnee dann ausmachen sollen oder nicht. Na, guck an, die fahren dann wirklich, das funktioniert einwandfrei hier, ne? 1A, perfekter Kreisverkehr. Ja, hier wirst, ja, jetzt fährt er da wieder rum. Hier rum, dann da. Nicht schlecht. Nee, da fällt ja die Heizung weg. Ja, okay. Aber wie gesagt, mich nervt's, ne? Also mich fängt's an zu nerven, sowas. Wenn du nichts siehst, weil hier irgendwie blöder Schnee ist. Und ich kann es ja auch nicht wegmachen, das ist das Problem. Na, komm schon. Ja. 1A nicht. Ich weiß auch warum. Weil ich da gepflastert habe. Verdammt. Ich will doch nur, dass wir hier noch eine Straße langlegen können. Kann doch nicht so schwer sein. Ich kann hier halt leider nur schätzen. Und jetzt versuche ich mal rumzukommen, aber doch, würde gehen. Ich weiß nicht. Sieht das nach was aus? Irgendwie nicht, ne? Ich jetzt hier eine Dings bauen würde. Yes. Verdammt, wie machen wir das denn am allerschlauesten? Ich könnte jetzt natürlich noch ein Fleckchen Erde hier reinsetzen.
sagen wir mal, ein bisschen aufschütten. Das kann man ja machen. Muss ja nicht viel sein. Dann könnte ich ja mit so einer alten Brücke hier rüber gehen. In so einer altmodischen. Vom Stil her auch. Passt optisch nämlich gar nicht mal so verkehrt. Und dann hier durch. Okay, nochmal. Bisschen so. So rum. Und wenn ich jetzt hier durchziehe, komme ich bis da ran. Allerdings sieht das nicht nach was aus. Wenn, dann nehmen wir lieber die gerade Geschichte. Das sieht wenigstens nach ein bisschen nach alten Brücken aus. Ja, dann müssen wir nur natürlich das angeschlossen bekommen. So, nehmen wir alles weg. Ah, ich denke mal, das ist ja noch vertretbar. Irgendwo. Halbwegs vertretbar. So, und pünktlich, nachdem wir das jetzt geschafft haben, wird's Frühling. Auch geil. So, dann werden wir das jetzt mal hier entfernen. Und das nochmal neu designen. Machen wir das gleich nochmal neu und in schön. Dann haben wir zumindest mal den Zugang dazu. Es war nicht optimal. Normalerweise optimal würde es gehen hier lang. Aber dann würde ich so einen Kreis ziehen. Das will ich auch nicht. Eine andere Infrastruktur steht im Weg. Okay, warum? Ach, da. Ach, guck an. Hier ist noch ein Zaun. Hier ist noch ein Zaun im Weg. Schau, schau. Leute, ich freue mich schon auf den 2.10., ganz ehrlich. Das wird richtig cool werden. So, das haben wir. Dann tackern wir das jetzt wieder zu. Wie gesagt, die Karte könnt ihr euch schon über Discord runterladen, wenn ihr mögt. Die wir spielen werden am 2.10. über meinen Discord-Channel. Die Karte hat der gute Ebi gemacht. Also Ebis Games. Wird auf jeden Fall sehr cool werden. So, zack. Okay, passt auch. Sehr gut.
Noch ein Monument hin. Ein, zwei Bäumchen noch mit hier hin. Hier auch noch. Ist nämlich alles noch ein bisschen zu kahl. So, sehr gut. Okay, damit haben wir das. Jetzt geht's weiter. Jetzt machen wir hier weiter. Wenn wir gerade dabei sind, können wir schon mal die nächste Attraktion mit hier hinpacken. Wo ist denn das Pier? Wo war denn das Pier jetzt wieder? Es war doch hier Public Bath. Strand könnte man auch hinpacken. Television Studio. Pier, da ist es doch. Wir müssen den Leuten ja was bieten. Sonst kommen die ja nicht zu uns. Sonst haben die ja keinen Bock. Also müssen wir dafür sorgen. Na, komm. So, geht doch. Ist irgendwie schief, ne? Na, das ist ja doof. Das ist doof. Und wenn das so schief ist, ist doof. Nochmal wegreißen. Bauen wir es halt nochmal. Ist jetzt gerade? Ja, jetzt sieht es gerade aus. Ja, jetzt ist gerade. Jetzt passt das, ist in Ordnung. So, dann haben wir den. Also die wollen ja auch immer irgendwie, wenn hier die Typis ankommen, dann wollen die ja auf jeden Fall, also Krankenhaus haben wir. Die wollen ja Einkaufsmöglichkeiten haben, die wollen ja auch wieder, was weiß ich nicht, was alles haben. So, ein Beach gibt's auch noch nebenbei. Das finde ich auch ganz gut. Ja, gar nicht mal schlecht. Gefällt mir ganz gut. So, gucken wir mal nach dem Geschäft. Ja, okay. Ich sehe es gerade. Das mag mein Bot nicht. Das Wort. Da ist er eigen. So, wir brauchen hier nochmal auf jeden Fall ein Astoria-Restaurant. Gib's doch zu, es war Absicht. Das war doch Absicht. Ein Restaurant. Das könnte man ja eigentlich direkt dahinter packen.
So als... Dann machen wir das mal so. Das war der ultimative Bot-Test. Ja, nee, ist klar. Böser Tom. Böser, böser Tom. Böse, böse, böse. Böse, 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 böser Tom. Böser Tom. Danke, Lukas. Aber ich hoffe jetzt, wie gesagt, Soundqualität, Mikro ist laut genug, alles drum und dran. Ich hoffe, das hat sich jetzt gut eingepegelt, sag ich mal. Wo ist Lukas? Lukas ist doch da. Smeargle. Smeargle ist da. Was wollte ich jetzt machen? Astoria Restaurant, ne? Bei Attraktion war das ja. Genau, Lukas ist immer da. Deswegen hat er auch schon wahnsinnig viele Stunden mittlerweile. Oh, ein archäologisches Museum. Hätten wir auch noch als Dings. Wo ist denn das? Wir hatten doch gerade dieses... Oder war das unter Geschäft? 413,5 Stunden. Wahnsinn. Das ist der Hammer. Ich klicke aufs Astoria Restaurant. Was macht er? Klickt zurück. Oder wir setzen das hier an die Bahnstrecke. Weil ich ja fast schon sagen würde, wirklich, es wäre schöner, hier so hinzupacken. Tom, auch schon 66,25 Stunden da. Wahnsinn. Leute, vielen Dank für eure Treue, dass ihr mich so unterstützt damit. Vielen Dank. Das ist nicht selbstverständlich. Wann, weißt du übrigens, wann Manuel wieder streamt? Weil ich müsste da auch mal auf jeden Fall wieder vorbeischauen. So, zum Beach geht's da lang. Das ist okay. Hier haben wir ein Restaurant. Guck mal, dass die nicht zu weit weg sind. Also. Was? 12 Stunden zum Runterladen? Lukas? Ach du Sch. Oh, das kann doch echt nicht wahr sein, ey. Ich denke morgen, okay. Kann doch nicht wahr sein, 12 Stunden zum Runterladen. So, aber geht's dir noch ganz gut? Schade, sieht man leider nicht das Beachvolleyballnetz. Ja. Alter Falter, ey. 12 Stunden, das muss ich mir gleich jetzt mal angucken, dann in Ruhe. Kann ich ja gar nicht glauben, sowas.
Das ist echt ein bisschen übertrieben, ganz ehrlich. 12 Stunden. Das wäre ja Wahnsinn, ganz ehrlich. Das ist ja krank dann. Also Hotel haben sie auch. Kirche werden sie meckern. Ich könnte natürlich... Warte mal, wo sind die? Die hier hinstellen. Aber es ist zu groß. Passt nicht von der Höhe her. Ist mir das zu... Komm, da die ja sowieso immer meckern. Dann passt nicht hin. Oder warte mal kurz. Mach mal so. Na, shit. So. Das nächste ist dann der Stresstest. Mal gucken, ob wir jetzt hier die dann dran kriegen. Nicht Radmodell, warte mal, ich versuche jetzt mal. Warte mal, ruhig doch einen Near-Snap. So, dann der zählt jetzt nicht, der ist wurscht. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie rankommen, ob wir den da wegnehmen können. Weil da so kommen wir nicht ran. Ist ja nur ein Zufahrtsgleis. Hätte ich doch den Fünfer nehmen sollen. Hätte man den einen als Durchfahrtsgleis nehmen sollen. Shit. Hätten wir den als Zufahrtsgleis nehmen sollen. Mist. Mist, Mist, Mist. Ja, den können wir mal wegnehmen. Den brauchen wir nicht. War nur als Behelfnis. Jetzt hier oben nochmal. Eine längere Weiche, aber egal. Okay, pass auf. Wir holen jetzt uns die Touristen meine ich. Wo haben wir das denn? Ah ja, haben wir hier auf der Insel gebaut. Zugverband.
Nehmen wir ruhig zwei davon, egal. Na, ihr habt nämlich nur den Job dann. Und ich hoffe, die sind so intelligent. Wenn nicht, muss ich die wieder zwingen. Dahin zu ballern. Zumindest auf dem Hinweg. Ach, kein freies Gleis. Ach, komm, hör doch auf. Komm, da fährt er doch raus. So, und Marsch. Fahrt los, gibt Gas. Dann sollst du mich eigentlich nur Touris holen. Keine Arbeiter. Nur Touristen. Nur die Touris, bitte. Dasselbe gilt für dich hier. Ihr habt da nichts zu transportieren, außer die Touristen. So. Die sollten dann hier auf das Gleis fahren und dann passt das. Theoretisch. Ja, Max gleich. 5 Minuten. 5 Minuten. Gucken, was er macht. Braver Junge. Guter Junge. Er nimmt noch keine mit, sind noch keine da. Wo ist der andere? Da hinten kommt er. Hast du, Turbulent wie ein Hurricane. Hier ist Dagobert Duck. Wer verhilft zum Happy End? Es sind Tick, Trick und Track. Sie sind geheimnisvoll. Doch sie sind super toll wie DuckTales. Neue Stories, Tag für Tag. DuckTales. Keinen gibt's, der sie nicht mag wie DuckTales. Danke. Ah, ich liebe diesen Song. Ich finde es einfach geil. Ich finde den einfach cool. So, du nimmst nichts mit. Das ist aber doch 62 Touristen. Oh, 62 Touristen nimmt er schon mal mit. Ja, nicer, nicer. Ja, klappt doch alles wunderbar. Sehr geil. Ich muss mir noch den anderen Sound einfallen lassen, mit dem Pink Panther Sound. Ist es wirklich schon so spät? Ne? Manch einer wird den kennen. Passagiere, Arbeiter, perfekt. So. Ich denke, ich mache mal ein bisschen schneller nochmal, dass es Tag wird. Dann safen wir. Wenn ihr jemanden habt zum Raiden, immer sagen. Mach ich, Lukas, mach ich fertig. Ich will mir sowieso noch ein, zwei Dinge einfallen lassen für Samstag, davon abgesehen. Kommt. Kommt alles. Aber gegen Kanalpunkte, also nicht gegen irgendwie Bits oder sowas. Ich finde, das ist ein bisschen doof dann sonst. Ja, genau. Safen wollen wir. Wie gesagt, wenn ihr jemanden habt zum Raiden, könnt ihr das jetzt äußern. Ansonsten gucke ich gleich. Und so langsam läuft es doch hier. Es wird besser.
Ja, 2,7. Ja, wir kommen langsam nach oben. Es wird langsam. Ah, schon wieder 34 Touristen. Ja, so langsam wird's doch. Sehr geil. Gut, dann werden wir das jetzt mal beenden.